Bei Werder Bremen waren die Osthessen zu Gast vom TTC Rhönsprudel Fulda Marberzell. Das Hinspiel, das hat damals Fulda gewinnen können zu Hause. Und da gab es ja diese große Überraschung, als Van Bommel Matthias Falk in die Schranken weisen konnte. Und deshalb hatte man in Fulda auch sicherlich bei dieser Aufstellung auf dieses Duell hier gehofft. Denn wieder musste Matthias Falk gegen den jungen Van Bommel spielen. Dieses Mal allerdings präsentierte sich der Schwede deutlich besser als damals im Hinspiel. Und dementsprechend sehen wir hier Van Bommel die Backen aufblasen. Das lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Der aber schön gemacht hier die Rückhand. Schlägt ein, weil er nah am Tisch bleibt, weil er schnell reagiert. Aber oft gab es eben diese Szene, dass Falk ihn vom Tisch wegdrängte. Und dann war er nur noch am Reagieren. Und das ist dann eben schwierig, gerade auch wenn er die kurzen Noppen einsetzt. Der Matthias Falk, die schwarze Seite da seines Schlägers und hier auch schon die Entscheidung 3:0, also der Erfolg hier für Matthias Falk und damit die Führung für die Hausherren aus dem hohen Norden. Kirill Gerasimenko sehr gut gemacht. Bekam es dann mit Ruben Filus zu tun. Und auch hier der Mann in grün-schwarz zunächst im ersten Satz erfolgreich. Ah, schöner Ballwechsel und dann verzieht hier Ruben Filus das Gesicht und zwar zu Recht, das will er ja eigentlich. Hat er hier Gerasimenko so weit, dass der den Ball ablegt, dann kommt er nach vorne und vergibt die Chance. Das war eigentlich bilderbuchmäßig bis auf den Abschluss. Danach Gerasimenko wieder richtig stark. Und Ruben Filus fand, ja, nicht immer so einen Zugriff auf das Spiel. Auch im dritten dann Gerasimenko vorne. Ja, und er platzierte einfach gut die Bälle, ab und zu auch mal einfach auf den Körper gespielt. Ja, und dann, wir sehen es, Ruben Filus schüttelt mit dem Kopf. Da war er nicht zufrieden mit seiner Leistung. Die Entscheidung hier für Gerasimenko 3:0. In der Höhe sicherlich überraschend. Und damit Werder Bremen schon 2:0 vorne. Huno Schosch gegen Kwadri Aruna. Ja, Aruna jetzt natürlich gefragt. Er sollte hier den nächsten Punkt einfahren und damit sein Team im Spiel halten. Weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Spiel hier auf Seiten von Fulda fest eingeplant war. Der Punkt sollte kommen. Wohlfühlt. Lässt sich hier jetzt auch wieder zurückfallen. Schön gemacht von Schosch, der ja in dieser Saison bisher nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Ganz im Gegensatz zum letzten Jahr, da war er ordentlich unterwegs. Im Moment aber negative Bilanz. Und Kwadri Aruna, der kam jetzt hier diesen zweiten Satz tatsächlich nochmal ja, zum Satzball, nachdem er erst deutlich zurückgelegen hatte. Und das war natürlich auch psychologisch so ein Knackpunkt. Und hier die Vorhand, das ist natürlich ein Markenzeichen von Kwadri Aruna. Aber auch Huno Schosch versuchte nochmal alles. Trotzdem im dritten schon die Entscheidung zugunsten von Kwadri Aruna. Damit Fulda also weiterhin im Spiel. Nur noch 1:2 aus Sicht der Gäste. Ja, und jetzt Matthias Falk gegen Ruben Filus. Lange Noppen, kurze Noppen, glatter Belag, alles dabei. Wieder ein Spiel für Genießer und vor allen Dingen ein Spiel, bei dem beide Akteure extrem aufpassen müssen, was der andere da so treibt mit seinem Material. Gerade hier zum Beispiel jetzt. Stark. Matthias Falk mit den kurzen Noppen den Ball retourniert. Der Ball kommt förmlich leer zurück und dann wird es extrem schwer für Ruben Filus mit den langen Noppen hier drauf zu reagieren. Will den blocken, aber da war nichts drin. Und dann fällt die Pille eben ins Netz.
Und was für ein Ballwechsel hier um Filus. Wie er den noch holt, wir sehen es hier aus der Einstellung. Achtung, jetzt ganz weit raus. Haut da voll dagegen. Sehr schön gespielt. Und dann fehlen hier auch nur wenige Zentimeter. Dann wäre der Ball wieder auf den Tisch gekommen. Klasse Match. Gute Rückkehr. Ah, Matthias Falk. Und aber weiterhin am Drücker, wenn es drauf ankam. Wir hören es immer wieder, diese kurzen Nummern, dieses Patsch, wenn es dann einschlägt. Oh, das ist natürlich gerade für einen Abwehrspieler dann auch ziemlich unangenehm, denn der braucht ja auch den Spin seines Gegners, um zum Beispiel mit den langen Noppen, wie wir es gerade gesehen haben hier, dann den Schnitt umzudrehen, um selbst gefährlich agieren zu können. Springen in den dritten Satz. Matthias Falk 2-0 vorne, jetzt 7-7 in den Punkten und wieder schafft es Falk, sich vorzukämpfen. Matchball jetzt für den Schweden. Der super abgewehrt, aber dann 13-12 nochmal die Chance. Und dann war es passiert. Werder Bremen gewinnt hier 3-1 gegen Fulda. Und wir haben die Stimmen zum Spiel. Matthias Falk, der sagt hier, ja, ich bin sehr glücklich. Wir haben Revanche genommen für das Spiel in der Hinrunde. Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg. I'm very satisfied with the performance tonight. Ja, war ein schweres Spiel, sagt Quadri Runa für uns. Wir haben uns mehr ausgerechnet, gerade auch nachdem wir zu Hause gewinnen konnten gegen Bremen. Aber ich glaube, die haben heute einfach deutlich besser gespielt als damals und deshalb verdient der Sieg für Bremen.